Hallo und guten Morgen. Es ist 6:30. Ich muss um 6:45 das Haus verlassen, mich an die Straßenbahnhaltestelle stellen und nach... Hey! Wo bist du? Da? Willst du raus? Noch schnell. So. Gehst du raus? Nee. Nee. Mich an die Straßenbahnhaltestelle stellen, um nach Köln-Bonn zu fahren, zum Flughafen. Von da aus fliege ich nach München und von da aus dann nach Los Angeles. Und ich bin heute Morgen schon wach, also der Wecker war gestellt für 6 Uhr und ich bin aber wach geworden um 5:45, weil ich eine SMS von Lufthansa bekommen habe, dass mein Flug, der von München nach Los Angeles geht, nicht mehr um 11.15 Uhr geht, sondern verschoben wurde auf 15 Uhr. Das bedeutet, ich komme nicht um 15 Uhr in Los Angeles an. Ja, Zeitverschiebung. 15.15 Uhr sollte ich eigentlich landen. Sondern das wird dann jetzt 19, 20 Uhr abends oder so. Ich komme im Dunkeln an. Ich muss mir im Dunkeln den Weg zum Hostel suchen und so ein Kack. Das hat mir direkt mal wieder den Tag versaut. Und jetzt hoffe ich noch darauf, dass sich was ändert. Und in der Zwischenzeit sehne ich mich zurück nach Air Berlin. Ich bin noch nie transatlantisch Lufthansa geflogen. Ich habe gehofft, dass Lufthansa irgendwie einen großartigen Service abliefert und es ging nichts über Air Berlin. Air Berlin war billig, Air Berlin war pünktlich, Air Berlin flog durch von Düsseldorf nach Los Angeles direkt. Unfassbar. Jetzt muss ich immer, meistens muss ich über Heathrow fliegen, jetzt mal über München und auf dem Rückweg geht's über Frankfurt. Das ist alles doof. Air Berlin hat's gut gemacht. Sie haben nur zu wenig Geld dafür genommen. Naja, ja. Zeig nochmal meine Tasche. So, gepackt habe ich tatsächlich weniger als letztes Jahr, denn ich habe dieses Jahr mein Essen mit in diese Tasche reinbekommen. Dann habe ich noch die Tasche natürlich, das ist meine Handtasche. Mütze und Handschuhe nehme ich auch mit. Und Coffee-to-go-Becher und ja, 10 Minuten geht's los. Ich bin in Köln-Bonn angekommen und ich habe total vergessen, euch mein Frühstück zu zeigen, weil ich total vergessen habe, dass es ein Was-ich-an-einem-Tag-esse-Video ist und nicht ein Ich-verreise-Video. Also, das war dasselbe, wie ich immer esse natürlich. Nur Haferflocken mit Banane, kein Obst drauf, kein Gemüsefrühstück. Dazu gab es 3 Coffee-to-go-Becher mit heißem Wasser. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Köln nach München. Um knapp 10 Uhr gibt es einen Kaffee und Wasser vom Flieger, aber in meiner Coffee-to-go-Becher. Ich bin also in München. Es ist eigentliche Abflugszeit meines Fluges, irgendwie 10:45 oder so. Und es hat sich nichts geändert. Es geht erst um 15 Uhr weiter. Und ich habe dafür wenigstens einen Voucher bekommen über 7 Euro. Was nicht so viel ist. Ja, und jetzt muss ich gucken, ob ich davon irgendwas zu essen kriege, was meinen Bedürfnissen entspricht. Ne? Es ist 11:15 und das gesündeste Essen, was ich hier gefunden habe, ist asiatisch natürlich. Und ich habe nur bestellt, den Voucher habe ich dafür eingelöst. 6,90 Euro muss ich noch bezahlen. Schauen wir mal, wie es aussieht. So, damit kann man doch was tun. Das ist rotes Curry, das ist Duftreis, folgen wir natürlich besser, aber ist ja so auch okay. Und hierzu gibt es jetzt meine roten Linsen. Und dann wird mich das auch ganz fantastisch satt machen und es wird gesund. Und ich sollte euch vielleicht auch mal sagen, was das ist. Tofu, Zuckerschoten, rotes Curry, Zucchini, Tomaten, Kirschtomaten, ja, das war's. So, das war sehr lecker, wie zu Hause beim Wellbeing. Und zum Dessert gibt es jetzt meine mitgebrachten Banana-Cookies. Es ist 3 Stunden nach Mittagessen und es gibt die restlichen Haferflockenkekse jetzt. Ich hocke immer noch in München rum. Es ist 15 Uhr und es geht jetzt endlich an Bord. Da. Ich werde nie gesehen. So, ich bin an Bord und ich habe auch dieses Mal wieder das Glück, alleine zu sitzen.
Ja, und da sitze ich jetzt 12 Stunden. Und wenn ich lande, ist es gefühlt, also ist es in Deutschland 3 Uhr morgens. Dann dauert es immer noch 1,5 Stunden oder so, bis man am Flughafen rauskommt, bis auf die Straße. Und von da muss ich dann noch mit dem Shuttle zur Bushaltestelle. Und mit dem Bus dann nach Venice. Und dann noch 20 Minuten zu Fuß und dann bin ich im Hostel. Und dann ist es mit Sicherheit 5 oder 6 Uhr morgens. Also hier und in L.A. 22 Uhr abends. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das wollte ich sagen, ich trinke gleich noch einen Kaffee. Normalerweise kann ich um 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Aber ich muss ja lange wach bleiben, ne? Bis morgen früh quasi. Und ja, jetzt geht's los. Und jetzt ist sehr praktisch, dass ich eben was gegessen habe und was Anständiges. Sieht zwar gut aus, es ist alles vegan. Aber da wird natürlich kein Mensch satt von. Wir haben ein bisschen Kartoffelpuffer mit Aubergine und Tomatensauce. Dressing, Aufstrich, Margarine, veganer Kaffeemelzer, Salat, Obstsalat und Brötchen und Wasser. Das gibt's jetzt um 16 Uhr oder so. Und auch neu für mich, echtes Besteck. Stadt von Amerika drinnen. Es hat wieder ewig gedauert mit dem Reinkommen und der Bus, den ich jetzt weiternehmen muss zum nächsten Bus, der kommt da jetzt gerade. Also es ist jetzt 5 Uhr morgens deutscher Zeit. Das ist scheiße und ich muss mal gucken, wie ich hier weiterkomme. So, jetzt habe ich mit reingenommen. Futter hier ausstellen. Okay, wir fahren jetzt zum nächsten Bus und von dem Bus dann nach Venice. So, und dann komme ich um ungefähr 10 Uhr abends hier an. Ich bin angekommen und irgendwie alles ist schief gegangen heute. Also erst mit dem Flieger 4 Stunden verspätet, dann kamen wir nach dem Landeanflug, den wieder abbrechen müssen, um nochmal neu anzusetzen. Dann ewig langes raus aus dem Flughafen. Dann sind die da gerade am Bauen. Am Busbahnhof. Ja, Busbahnhof ist das Wort. Ich habe überhaupt nichts wiedergefunden, wo letztes Jahr der Bus fuhr. Ich bin mit meinen schicken Schuhen in die tiefste Matsche reingetreten. Es war dunkel, was es letztes Jahr nicht war. Ich habe die Linie nicht gefunden und dann habe ich ein Taxi gerufen. Und jetzt ist es 21.07 Uhr hier Ortszeit und ungefähr 5.07 Uhr, ich denke 5.07 Uhr, deutscher Zeit. Ich bin fast 24 Stunden wach und gehe jetzt ins Bett. Aber jetzt wisst ihr, was ich gegessen habe. Ich habe noch eine Packung Oreos gekauft, weil ich Wechselgeld haben wollte für einen Bus. Das hat die aber nicht gehört, hat sie einfach nicht gemacht, weiß der Geier was. Jetzt habe ich noch Oreos. So, und das habe ich heute gegessen. Auf dem Weg von Köln nach Los Angeles. Gute Nacht.